Servus und hallo zu einem neuen Video. Ich habe mir heute mal was ganz Besonderes überlegt, und zwar fahren wir heute einen Regionalexpress, aber mit 300% Nebel. Ob man da überhaupt noch irgendwas sehen kann oder ob sogar die Signale schon verschwinden, das werden wir sehen, aber ich denke mal, das kann lustig werden. Also einmal zu den Zügen, dann die Main-Spessart-Bahn. Als Zugmaschine würde ich sagen, nehmen wir heute mal die 146, ist eine ganz normale schöne Lok. Und die bin ich relativ selten gefahren bisher. Wie wäre es denn mit diesem Fahrplan hier? Aschaffenburg Hauptbahnhof, Heidenbrücken, Regionalbahn. Das Wettermenü lassen wir erstmal auf schönes Wetter, denn den Nebel stelle ich gleich woanders ein. Dann einmal beginnen. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Was ich aber erst tue, ist die Türen öffnen, damit die ganzen Leute schon reinkommen und wir keine Verspätung aufbauen. Aber ich glaube, wirklich Gas geben kann man gleich sowieso nicht mehr. Okay, da ist der Zug und jetzt machen wir den Nebel an. Ich habe nämlich hier so ein kleines Spezialmenü. Und da kann man hier die Nebeldichte in Prozent eingeben. Wenn ich hier 0,5 eingebe, ist es schon verdammt neblig. Das wären ungefähr 50%. Wie aber schon gesagt, machen wir heute 300%. Tada! Falls ihr euch fragt, wo der Zug ist, da ist er. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und damit versuchen wir heute mal, den Fahrplan zu schaffen. Es könnte schwer werden. So, warten Sie bis 10.11 Uhr. In der Zeit kann ich die ganzen Systeme einschalten. Einmal LZB, PZB und SIFA. Wunderbar. Denn ohne Signale fahren wir ja einfach. Ich will natürlich auch gucken, ob ich die ganzen gelben Vorsignale sehe. Und wenn nicht, dann werde ich ganz grob darauf aufmerksam gemacht mit einer dicken Zwangsbremsung. So, dann einmal alle verriegeln. Fahrgasttüren schließen. Ja, wenn man nur die Türen sehen würde, ne? Ja, sie sind zu. Boah, das ist wirklich der Wahnsinn. Dann auf Flirt die AFB einschalten. Und auf 40 stellen. Wunderbar. Dann Bremsen lösen. Und jetzt fahren wir los. Die Spitzensignale wären noch nett. Befreiung möglich. Die Frage ist halt, bringt das Licht was? Denn wenn ich das einschalte, habe ich vor mir eine weiße Wand. Wenn ich das aber ausschalte, habe ich kein Licht vor mir und sehe somit gar nichts. Schwierig. Ah, alles gut. Der hat einen schönen Sprachcomputer. Sowas mag ich. Da war ein Signal. Das hat man gesehen. Es war auch grün, wurde auch oben angekündigt. Aber ohne Head-Up-Display, da wäre ich komplett aufgeschmissen. Ach Leute, da war eine Brücke. Gar nicht gesehen. Woran das wohl liegt? Ah, wer guckt sich den Kack hier an? Ja, wo ist er denn? Ich kann euch sagen, da ist er. Boah, ist das Wahnsinn. Jetzt dürfen wir 150 fahren, das ist super. Und gleich auch schon 160. Und darüber könnten wir Glück haben, dass die LZB greift. Aber ich glaube fast nicht, das wäre zu schön. Dann mal ein bisschen mehr Power. Ich will ja pünktlich kommen heute. Oh, wir rutschen, oh je. Dann bleibe ich bei 85%. Das müsste ja auch reichen. So sieht das Ganze von hinten aus. Wirklich extrem wenig Sicht hier. Aber gerade das ist ja das Spannende. Ich mache mal die Führerstandsbeleuchtung an. Immerhin sieht es dann von außen cool aus. Aber von der Sicht her wirklich eine Null. Ich weiß gar nicht, beim Auto ist es ja so unter 50 Meter Sicht. Darf man nur noch 50 fahren oder so. Aber bei der Bahn? Im Grunde kann man ja nichts falsch machen, solange man die Signale noch sieht. Auf der anderen Seite, wenn da was auf der Schiene liegt, dann ist es platt. Also falls ihr wisst, wie das Ganze in echt ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann muss ich jetzt einmal verlangsamen. In einem Kilometer muss ich aber eh anhalten. Von daher trifft sich das ja ganz gut. Noch 600 Meter. Ich sehe noch überhaupt keinen Bahnsteig. Vielleicht macht es aber auch Sinn, die Lichter hier auszumachen. Wie im Dunkeln quasi. Da fahre ich. Ich sehe aber immer noch keinen Bahnsteig. Ah, ja, alles gut. Leute, ich glaube, da kann man was erkennen. Da sind Leute und so Rillen und ein Bahnsteig. Noch 5 Meter, dann halten wir jetzt an. Das scheint gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Einmal rechts entriegeln, öffnen. Und jetzt können die Leute einsteigen. Wo sind sie denn? Ah, da vorne. So ein paar graue Gestalten kann man erkennen. Sag mal, sind die Türen überhaupt auf? Ah ja, doch. Sind offen. Sah gar nicht so aus. Die Leute stehen ja noch da rum. Was fährt denn hier gerade? Ich höre doch hier irgendwas fahren. Hallo? Ja, ich hör's. Und dabei wird's wahrscheinlich auch bleiben. Die Sicht könnte ja besser werden, wenn man einfach mal ein Stück Holy trinkt. Bei Holy gibt es auch wieder echt coole Neuigkeiten. Und zwar gibt es zwei nagelneue Eisteesorten, die diesmal sogar im Sortiment bleiben und nicht wie andere Kampagnen streng limitiert sind. Und zwar haben wir einmal den Eistee Wassermelone, der auch wirklich krass nach Wassermelone schmeckt. Und dann mein persönlicher Favorit, die Honigmelone. Also Honigmelone als Eistee, also ich find's der Hammer. Beide Sorten gibt es aber auch als 10er Probierbox, falls ihr eben auf Nummer sicher gehen wollt. So ein paar
coole Pakete hat Holy bestimmt auch zusammengestellt. Und so ein paar coole Goodies gibt es natürlich auch dieses Mal. Wie zum Beispiel so eine Frisbee oder so eine Picknickdecke. Und das eben alles ab gewissen Einkaufswerten. Falls ihr auch Bock habt, das Ganze mal zu testen, dann schnappt euch gerne einen meiner beiden Rabattcodes. Code Felix5 und ich spart 5 Euro bei der ersten Bestellung. Oder Code Felix10 und ich spart immer 10% auf alles. Vielen, vielen Dank für den Support und jetzt Prost! Warten Sie bis 10.20 Uhr und 30 Sekunden. Ja, das höre ich gerne, denn dann bin ich gut in der Zeit. Stellt euch vor, ihr seid hier am Bahnhof und wartet und merkt dann, euer Zug ist schon lange da hinten gehalten und ihr habt ihn verpasst. Das wäre mal giga ärgerlich. Wer fährt denn hier? Noch ein Doppelstock? Auch so eine 146, cool. Wir können die Zeit ja nutzen, um mal zu gucken, wie es denn eigentlich die Fahrgäste hier haben. Stellt euch vor, man sitzt hier. Man sieht nix. Das hätte ich euch eigentlich auch vorher sagen können. Naja, egal, wir steigen wieder ein und dann müssen wir auch gleich schon weiterfahren. Wer ist da denn? Noch ein Güterzug? Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ja, wie auch. Und der hält jetzt genau neben mir? Was will der denn hier? Der hat mich bestimmt gesehen und hat gedacht, von dem brauche ich ein Autogramm. Dann alle verriegeln und jetzt machen wir die Türen wieder zu. Sehr gut. Ich hoffe, sie gehen zu. Man kann so einen Schatten erkennen. Okay, super. Dann Bremsen lösen. Und jetzt geht's weiter nach Laufach. Zum Glück müssen wir dahin nicht laufen. Okay, jetzt genug gewitzt. Da fahren wir. Gleich darf ich 130 fahren. Das machen wir auch. Ich glaube, das war sogar gerade das Schild. Ich weiß aber gar nicht, wie das Ganze in echt ist. Ich darf ja erst 130, wenn der ganze Zug über das Schild drüber ist, oder? Falls ja, wie weiß ich das denn als Lokführer? Schätzt man das? Ich glaube, die Vectron hat da so ein Melder für irgendwie. Aber wie das Ganze so funktioniert, kein Plan. Also falls ihr es wisst und habt Lust, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Gleich kommt ein 120er Limit. Also würde ich schon mal gar nicht schneller werden, sondern schon mal bremsen. Aber gerade geht's eh bergauf. Von daher passt das perfekt. So, in 500 Metern kommt der nächste Bahnhof. Davon sehe ich aber bisher noch nichts. Ich würde sagen, wir lassen... Ah, moin, ein Kollege. Gar nicht gesehen. Ich würde sagen, wir rollen einfach mal und gucken mal, wann wir irgendwas sehen. Denn gerade fahre ich eh nur 30, da kann im Grunde nichts passieren. Zur Not bremse ich einfach ein bisschen härter und dann stehe ich auch. Aha, wie vermutet ist hier der Bahnhof auf der linken Seite. Okay, ich dachte eigentlich auf der rechten. Okay, dann halten wir hier einmal an. Erstaunlich gut sogar. Und stopp. Sehr schön. Dann diesmal links. Öffnen. Und wie vorhin auch sieht man nichts. Obwohl, so ein paar Schatten kann man huschen sehen. Was ist denn hier wieder für ein Lärm? Noch ein Güterzug, von dem man wieder fast nichts sieht. Also im Nebel sind so Gleisanlagen wirklich gefährlich. Wenn es hell ist, kann man ja wenigstens ganz weit gucken. Aber so, schwierig. Türen zu, Bremsen lösen und jetzt fahren wir weiter. AFB auf 120, aber die Sonne kommt schon ein bisschen durch den Nebel. So ein paar Schatten sieht man manchmal. Da, genau. Also, nächster Halt ist Heigenbrücken. Da steht ja auch vorne drauf, also unsere Endstation. Und die kommt in 6 Kilometern. Ach Leute, habt ihr das gesehen? Das war eine Holy Lock. Darauf erstmal einen Schluck Holy. Prost. Es geht aber gerade extrem bergauf. Ich werde kaum schneller. 2,1%. Das ist gar nicht wenig. Also für einen Zug zumindest. Zu Fuß wäre das nichts. Ach, ja, alles gut. Da vorne kommt ein 110er Limit. Und da ich gerade eh 109 fahre, bleibe ich einfach bei der 110 stehen. Dann spare ich mir gleich das Abbremsen. Ich bin genial. Ach, wachsam. Ich habe gar kein Signal gesehen. Boah, das war dünnes Eis. Also Lokführer sein macht ja echt Spaß. Aber bei so einem Nebel ist es ja ultra stressig. Du musst ja immer hier genau vor dich gucken, dass du nichts verpasst. Du siehst es ja auch erst 3 Meter vor dir. Das ist ja mega stressig. Da brauchst du nur einmal zum Holy greifen und hast eine Zwangsbremsung. Die letzten 2 Kilometer haben gerade begonnen. Ich hoffe sehr, ich schaff's ohne Zwangsbremsung. Das wäre nett. Bei dem Nebel aber echt nicht einfach. Hier nochmal der ganze Zug von hinten. Da ist er. Von nahem echt schön. Von weitem ist er gar nicht mehr da. Sag mal, ist hier ein Tunnel? Warum ist es so dunkel hier drin? Hä? Ich glaube ja. Ach ja, lol. Sehe ich gar nicht. Also im Tunnel könnte der Nebel wirklich was dunkler sein. So, noch 600 Meter und dann sind wir da. Ich sehe gerade gar nichts. Ich bin auch irgendwie überwacht, denn hier blinkt was. Befreiung möglich, genau. Das meinte ich. Sehr schön. Dann rolle ich jetzt nach vorne und warte einfach mal, bis ich den Bahnsteig sehe. Da ist das Ende vom Tunnel. Alter, man sieht echt nichts. Wer guckt sich das denn an, frage ich mich. Also falls ihr bis hier schaut... Zwangsbremsung. Ach, scheiße. Zwangsbremsung. Ja, Pech gehabt. Ja, ich sag's noch, aber egal, ist eh nicht mehr weit. So, dann befreien. Und jetzt fahren wir wieder los, aber nicht über 45. Was ich gerade sagen wollte, falls ihr bis hier schaut, dann schreibt doch gerne mal Pommes in die Kommentare. Dann sehe ich, ob ihr dran bleibt oder ob die meisten schon weg sind. So, da halten wir an. Und jetzt sind wir am Zielbahnhof.
dann ein allerletztes Mal die Türen öffnen und dann machen wir mal aus Spaß den Nebel aus und gucken mal, wo wir hier eigentlich sind. Und jetzt machen wir einfach mal den Nebel aus. Achtung! Tada! Alter, ist das schön hier. Und ich fahre im Nebel. Das ist ja eigentlich eine Schande. Ach Mann, wie schade. Aber eine coole Challenge war es auf jeden Fall, denn bei schönem Wetter bin ich ja schon 100-mal gefahren und es muss ja auch mal was anderes sein. Aber Ideen für andere Experimente oder sonst irgendwas nehme ich auch immer gerne auf. Wieso ist hier auf beiden Seiten Bahnsteig? Da kann ich ja fast beide öffnen. So, jetzt sind beide offen. Ob man das so macht, glaube ich nicht. Aber egal, Komfort ist angesagt. Dann noch flott die Türen schließen und jetzt ist unsere Schicht auch schon vorbei. Leute, ich habe Gold. So schlecht war es gar nicht. Gut, hinten die Geschwindigkeit, aber ganz ehrlich, egal. Was auch ein echt krasses Video war, wo ich mit dem IC-Steuerwagen 300 km/h gefahren bin, das Video findet ihr jetzt hier eingeblendet. Ich sag mal so, es ist ein bisschen eskaliert. Ich hoffe sehr, wir sehen uns da. Nicht vergessen, bei Holy vorbeizuschauen. Dann vielen Dank und bis gleich.